InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Stefan Reiter, wie schafft man es auf die Titelseite der Krone? Ja, anscheinend ist die Position als Geschäftsführer bei Blau-Weiß-Linz doch sehr interessant für viele Oberösterreicher und deshalb, denke ich, hat die Kronenzeitung auch getitelt. Man liest, dass ja schon seit dem Frühjahr darüber spekuliert, verhandelt wurde. Ist das so richtig? Ja, seit dem Sommer eigentlich. Also es war im Sommer schon, es gab im Sommer Gespräche, die haben aber dann wieder, wurden dann etwas ruhen gestellt. Es gab eben diese Stadionthematik, da wusste man noch nicht genau, wo es hingeht. Jetzt, nachdem diese Sachen auch geklärt sind, ist der Verein eben das angegangen. Sie wollten einen neuen Geschäftsführer und sind an mich herangetreten. Man spricht vom Jahrhunderttrainer Klaus Reutinger. Warst du dann auch der Jahrhundertmanager bei Ried? Ich war sicherlich der, der am längsten diese Position inne gehabt hat. Und es ist ja praktisch über ein Jahrhundert drüber gegangen. Es war noch das alte Jahrhundert und das neue Jahrhundert. Also über 20 Jahre, das ist, glaube ich, eine sehr lange Zeit. Sehr gern gemacht und bin aber auch überhaupt nicht mehr traurig, dass ich nicht mehr in Ried tätig bin und freue mich jetzt ganz besonders auf die neue, sehr herausfordernde Arbeit bei Blau-Weiß-Linz. Du kennst praktisch alle Höhen und Tiefen, du kennst alle Vereinsebenen vom Nachwuchsförderer über TSV Utzenreich bis hinauf zu den ganz Großen, bis zum Europacup. Das auch ein Profil, mit dem man immer wieder im Geschäft sein wird? Ja, sicher. Auf der einen Seite ja, ganz klar. Es hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder lose Anfragen gegeben, aber das hat mich eigentlich in der letzten Zeit nicht so interessiert. Es war auch nicht meine Lebensplanung, dass ich noch einmal in den Profifußball wechsle, aber die Aufgabe reizt mich wirklich. Es ist in Oberösterreich, das ist immer interessant und Blau-Weiß-Linz ist ein Verein, den man neue Strukturen verschaffen kann, das ist was Reizbares, diese Aufgabe reizt mich sehr und das neue Stadion, was dazu kommt, das sind schon Themen, die sehr, sehr interessant sein können. Da habe ich mich eben noch einmal entschlossen, ich greife noch mal an. Ein geradliniger Weg? Na sicher, ganz klar weiß ich, auf was Sie anspielen, das ist meine letzte Tätigkeit in Nöth und die war absolut in Ordnung und bin den Herrn gerade auch sehr dankbar. Er hat mich damals nach Nöth geholt und es waren 2,5 sehr, sehr schöne Jahre. Das passt und jetzt haben wir uns sehr, sehr gütlich getrennt. Er hat mir sofort die Freigabe für Blau-Weiß gegeben. Die zweite Liga hat viel mehr Fernsehzeit im Free-TV in Österreich. Ist das so bewusst? Ja, das ist mir grundsätzlich richtig, da ja die höchste Liga eigentlich nur im PTV läuft. Es gibt zwar am Sonntag noch eine Sendung im ORF, aber wir haben jeden Freitag ein Live-Spiel, 90 Minuten auf ORF Sport Plus und es gibt auch die Plattform Balaola, wo alle Spiele live übertragen werden, frei zugänglich für jeden Österreicher. Also Free-TV ist ganz klar positioniert für die zweithöchste Spielklasse. Was macht Stefan Reiter am 24. April 2020? Und das weiß ich nicht. In Ried spielen, Blau-Weiß Ried. Ah, okay, das Spielplan war mir noch nicht bewusst. Na, da werden wir natürlich in Rieder Stadion sein und das Spiel beobachten. Was ist, wenn der Lieblingsderby-Gegner abhanden kommt? Sprich aufsteigt. Naja, das kann leicht passieren. Es gibt ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das ist eben Klagenfurt und die SV Ried und einer der beiden wird es schaffen. Wenn man sehen, wer es über den Winter die richtigen Hebeln oder Rädchen zieht und das ist wieder eine sehr, sehr spannende Meisterschaft bei diesen beiden. Sonst hat ja eigentlich keiner mehr eine Chance. InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Wir haben uns einen tollen Betrieb anschauen dürfen. In der Einladung steht drin, Hidden Champions vor dem Vorhang. Ich mag die Firma Drublinger. Mir ist ein Betrieb, ich schaue vom Fenster um zu euch. Seit ein paar Jahren schon. Aber ich glaube, im sogenannten Ried war es nicht, was mit einem Namen zu verbinden. Und das haben wir zum Anlass genommen, dass wir euch vor dem Vorhang holen. Und euch einmal auf die Finger schauen, was sie macht, wie sie es macht. Also 93 fixe Mitarbeiter und wir haben je nach also Auftragslage zwischen 10 und 20 bis 25 nur Leiharbeiter beschäftigt. Momentan sind es um die
Vornehmlich sind es jetzt auf der Montage, ich schaue auch in der Produktion einige. Und also wir beschäftigen sie hauptsächlich mit Herstellung von mechanischen Förderanlagen, wobei das jetzt auch im Hintergrund ist, weil unser Hauptabsatzmarkt oder unser Hauptprodukt sind momentan, wir bauen komplette Anlagen, wo diese Holzpellets, die zum Heizen, so vielleicht irgendwas, erzeugt werden. Und das eigentlich, weltweit ist vielleicht übertrieben, aber schon sehr international. Wir haben jetzt gerade eine große Baustelle in Ostsibirien, ich weiß nicht, wie in Khabarovsk was sagt, das ist also, fliegt man einmal von Moskau 8 Stunden, also eine zweite große haben wir momentan in Tschechien, also, und eine dritte in Frankreich. Das sind einmal die bei kleineren haben wir, nein, in Belgien haben wir auch welche, also wir haben ungefähr je nach Jahr zwischen 85 und 90 oder gut 90% Exportquote. Und ja, wir sind gut ausgelastet, also wir haben fast eine Auftragslage bis Ende nächstes Jahr, wo wir vor allem ja nicht mehr ganz glücklich sind mit dem, weil wenn jetzt irgendein Kunde kommt und vor allem Stammkunden, dann kann man den fast nicht mehr oder schwer bedienen und vor allem auch länger wie ein Jahr, wie keiner war. Ja, das kurz, also vielleicht noch, ja, weiß auch nicht, ja, wir haben ca. 2 bis 23 Millionen Euro Jahresumsatz, ja, das ist also, ja, das waren die kurzen Fakten. Ich gebe es an Herrn Dullinger, der macht eine kurze Präsentation vom Unternehmen und wenn dann Fragen haben. Ich darf ein bisschen über Knoblinger erzählen. Ich darf die Präsentation, unser Standard Knoblinger Präsentation, beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit mechanischer Schüttkopftechnologie. Also innovativer Maschinenbau mit Handwerksqualität. Ne? Ein bisschen Historie zur Entstehung. Wie gesagt, der Vater von Herrn Alfred Knoblinger hat 1964 das Grundstück da gekauft. 1972 ist da die erste Halle gebaut worden und so ist halt so in bestimmten Schritten eine Erweiterung gemacht worden. Ja, was halt ein Handicap ist bei dem Ganzen, das ist diese Hochspannungsleistung. Also da ist momentan in dem Bereich Bauverbot, das war da auch. Man kann aussuchen, man kriegt eine Genehmigung, man muss halt entsprechend niederbauen. Bis zur, wenn es kommt, Spange 3. Das größte Projekt, was wir jetzt insgesamt gehabt haben, ist jetzt das, was wir jetzt gerade in Russland haben. Das hat ein Auftragsvolumen von 8,5 Millionen Euro. Insat TV.
Land und Leute sind unsere Stars. Die 23. Haus und Bau, knapp vorm Jubiläum, aber jede für sich ist ja ein Highlight. Ja, ganz genau so ist es, wie es das du sagst. Die Messe ist wirklich, die Haus und Bau in den letzten Jahren hat sich enorm entwickelt. Man sieht es an den Ausstellerzahlen, man sieht es an der Fläche, man sieht es an den Besucherzahlen und vor allem auch an der Qualität unserer Partner und Aussteller. Also das ist schon ganz was Besonderes und sie ist nicht umsonst die größte Bau- und Wohnmesse im Herbst in ganz Österreich. Wie versucht man als Veranstalter hier immer wieder Highlights zu bringen? Ist man da auch selektiv oder wartet man darauf, dass die Aussteller sagen, das und jenes wollen wir zeigen? Naja, es gibt natürlich einiges der Markt vor. Es ist gerade jetzt natürlich alles, was Thema Nachhaltigkeit nachwachsend ist. Das zieht sich ja durch alle Bereiche, ob das Heizen ist, Dämmstoffe bis hin zu Farben. Und es freut uns natürlich, wenn die Firmen auch bereit sind, hier das bei uns auf der Messe alles zu präsentieren und so den Besuchern immer wieder Neuheiten zu zeigen. Das Einzugsgebiet reduziert sich aber nicht auf Oberösterreich. Nein, also weder von den Ausstellern her, die aus ganz Österreich und aus Bayern bei uns ausstellen und auch nicht im Bereich der Besucher. Also hier sind auch sowohl die bayerischen Besucher als auch Salzburg sind für uns ein wichtiges Einzugsgebiet. Natürlich neben ganz Oberösterreich und den benachbarten westlichen Niederösterreich etc. Also die Leute kommen schon gern zu uns, weil es passt das Angebot. Es gibt kostenlose Parkplätze etc. Also das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sich dann wohlfühlt. Ausgebuchte Messe, Warteliste, das schreit förmlich nach einer neuen Messehalle. Naja, ja. Also es wäre schon gut, wir haben es jetzt auch bei der Modellbaumesse gesehen und auch bei der Herbstmesse, dass wir sicherlich noch die eine oder andere qualitative Hallenerweiterung brauchen. Und ich hoffe, dass das auch mittelfristig, dass wir das realisieren werden können. Michael Bamminger, Energie AG, seit vielen Jahren Premium-Partner. Welche Highlights gibt es heuer auf der Haus und Bau für die Besucher? Wir bringen eine ganze Reihe von Highlights mit, der vielleicht drei hervorstreichen. Das erste ist, wir informieren zu unserer verlängerten Preisgarantie für Strom und Gas für die Haushaltskunden. Bis 2021 garantieren wir, dass wir keine Preiserhöhung durchführen werden und halten stabil, während viele andere derzeit die Preise erhöhen. Zweites Highlight, wir haben mit den Photovoltaik Superdeal ein All-in-Paket für den Häuselbauer, der eine Photovoltaikanlage haben möchte. Da ist die Planung, die Installation, die Durchführung, eine Vollkaskoversicherung, alles drin. Sie zahlen 153 Euro im Monat. Das Einzige, was variabel ist, ist die Laufzeit. Je größer die Anlage, desto länger die Laufzeit. Danach gehört Ihnen die Anlage und den Strom, den Sie währenddessen erzeugen, der gehört Ihnen natürlich auch. Drittes Highlight ist, wir unterstützen unsere Kunden unter dem Motto Raus aus Öl beim Tausch einer alten Ölheizung. Was heißt das? Wir helfen Ihnen bei der Auswahl des Systems, bei der Auswahl des Produkts, also Strom, Gas, was Sie dann brauchen, bei der Finanzierung in Form einer Förderung, beim Suchen eines Installationspartners, beim Suchen eines Angebots für die Entsorgung. Wir haben ja eine Unternehmung in der Energie AG, die Entsorgung macht. Ein Rundumpaket. Die Oberbank erstmals Premium-Partner, trotzdem schon viele Jahre lang auf der Riedermesse. Macht man da gute Geschäfte als Bank? Ja, wir haben seit vielen Jahren gute Erfahrungen gemacht. Wir stellen fest, dass für uns die Messepräsenz enorm wichtig ist. Meistens ist es so, dass die Kunden zu unserem Stand kommen, wo erste Kontakte geknüpft werden. Und man hat nicht immer die Zeit, umfassend am Messestand jetzt zu diskutieren. Aber es gibt eine Terminvereinbarung und dann gibt es dann sehr fruchtbare Gespräche. Und unsere Kunden schätzen das schon, wenn wir uns dann abseits der Messehektik dann wirklich für die Kunden Zeit nehmen. Michael Großbötzl, Galerie des Wohnens, schon viele Jahre fixer Bestandteil. Ja, ich glaube 15 Jahre sind wir da schon gemeinsam, wo wir dem Kunden ein Netzwerk anbieten, wo man Zeit sparen kann, wo man sehr viele Themen auf einmal praktisch erledigen kann und wo auch dann in weiterer Folge bei einem Sanierungs- oder Bauvorhaben die Firmen auch zusammenarbeiten. Das heißt, diese Reibungsverluste und diese zeitaufwendige Koordination, die fordert für den Kunden wichtig. Zwei Punkte aus meiner Sicht. Erstens einmal sind auch bei der Galerie des Wohnens die meisten Betriebe Eigentümer geführt und die Chefs sind auch da. Und natürlich kann ich mir die einzelnen Angebote auch bei den Betrieben anschauen, weil da brauche ich nicht weit fahren. Und bei der Haus und Bau habe ich die Möglichkeit, dass ich mir den ersten Überblick erschaffe in einer Halle. Und nur dazu haben wir keine Kojen, sondern eine offene Ausstellung, die ja gewerksübergreifend sind. Und da kann man auch gleich einmal mit zwei, drei gemeinsam reden und das Bauvorhaben besprechen.
Ihr Unternehmen bringt eine Weltneuheit, Europaneuheit, Pilze im Malerei- und Anstrichbereich. Ja, eigentlich sind ja die Pilze unsere Feinde an der Wand. Also Van Chimmit, das bekämpft man natürlich auch mit ökologischen Möglichkeiten. Aber wir bringen aus Pilzen gefertigte Akustikpaneele. Die darf man erstmalig zeigen. Das ist jetzt nur das erste Produkt, das dort entwickelt und erzeugt wird. Und so nachwachsende und wieder verrottbare Baustoffe, das wird ein ganz großes Thema der Zukunft. Und nachdem für uns Wohlfühlen, Gesundheit, Nachhaltigkeit ein großes Thema ist, freuen wir uns wirklich darauf, dass wir das auch präsentieren dürfen. Es wird heuer konkret 84 Vorträge geben von 17 verschiedenen Experten in 5 Vortragsformen. Und da können Sie die Besucher produktbezogen, aber auch unabhängig informieren zu den verschiedensten Themen, um unter anderem eben finanzieren ohne Risiko, bauen ohne Ärger. Was sind rechtliche und notarielle Angelegenheiten? Lichtkonzepte für den Wohnraum werden präsentiert. Also da gibt es ein ganz umfassendes Angebotsspektrum auch von unseren Vortragenden. Kostenlos natürlich alles. InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Professor Michael Hohler, nur zur Präsentation der Neuauflage seines 2017 erschienenen Buches Das Innviertel – Landschaft und Pflanzen. Der mit vielen tollen Fotos ausgestattete Bildband war seit längerem ausverkauft. Die große Nachfrage am Buchsektor bewog den seit 2019 von Braunau an die Berufsschule Ried gewechselten Pädagogen zur Herausgabe des äußerst beliebten Lehr- und Bildbandes. Als Präsentationsort bot Michael Hohlers Schul- und Jugendfreund Andreas Viel dessen Viel Future Dom in Gurten an. Andreas Viel, eine jahrelange Freundschaft mit dem Autor der Bücher, auch selber mal mitgegangen, wenn er so botanisch unterwegs ist? Ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich mal eingeladen, da hat es aber nicht funktioniert. Aber wenn er mich das nächste Mal einladen würde, würde ich es auf jeden Fall machen, weil man die Natur mit ihm mit ganz eigenen Augen sieht. Nun, eine sehr technisierte Ebene, Feel for Future hier, das ist der Gegensatz, oder? Ich glaube, das ist ein schöner Kontrast, aber der verkörpert auch das Innviertel, das Thema Innovation, aber auch die Lebensqualität, die Bodenständigkeit und der Abend war stellvertretend für das Leben hier in der Region. Viele Moridaten wurden aufgezeigt, war es wirklich so schlimm? Das Schlimmste habe ich gar nicht erzählt, also es hat schon einige noch mehr Streiche gegeben in der Jugend, aber die haben heute nicht gepasst, glaube ich, und alles muss man nicht erzählen. Der Michael, einer zum Pferdestellen? Ja sicher, also mit ihm hat man Pferdestellen können, beim Tennisspielen, aber so auch immer, war immer lustig, war immer ein guter Unterhalter, weil er ein guter Sänger war und wir haben viele, viele schöne Stunden gemeinsam verbracht. Habt ihr gemeinsam Mauerblümchen gesucht? Nein, wir haben gesucht, wo wir den Ball spielen sollen im Tennis, aber nach Blümchen haben wir nicht gesucht. Die aus allen Regionen des Innviertels angereisten Gäste bestätigten mit viel Beifall den Wert der Arbeit von Michael Hohler. Was interessiert Sie besonders an dem Buch? Ja, alles einfach. Also das war so wunderbar, wie der Herr Hohler das beschrieben hat. Man kennt die Gegend selber und die ganzen Platzl, aber wenn es dann zusätzlich so schön beschrieben wird, und also das ist einfach ein Traum gewesen. Und zum selber lesen oder als Geschenk? Zum Selberlesen habe ich schon daheim und das ist alles Geschenk. Da hat Musik dazu und das Ganze, das war so eine wunderbare Veranstaltung. Stolz auf diesen Obernberger Bürger? Natürlich, nachdem ich selber als Zugraster Rieder jetzt schon 55 Jahre in Obernberg bin, kann man nur sagen, ja, da kann man stolz sein, dass einer das Innviertel derartig bereist, in der Natur draußen ist und so ein Buch zustande bringt. Kommen da auch Dinge vor, die man selber nicht gewusst hat aus der Region? Ich habe schon vieles gekannt, weil ich mit meiner Gattin einen sehr schönen Garten habe und viele Pflanzen. Aber so intensiv, wie man das jetzt da serviert gekriegt hat, habe ich das Innviertel nicht gekannt.
Frau Bürgermeister, er ist zwar kein Gurtner, ne? Aber er fühlt sich fast so an, oder? Auf jeden Fall. Und ob Gurten oder Obernberg ist egal. Innviertler ist Innviertler und Innviertlerin ist Innviertlerin. Er ist ein Botschafter für unser Innviertel, genauso wie die Firma Phil ein Botschafter für unser Innviertel ist. Also die Kombination und Symbiose ist perfekt. Ein Wunsch ging für Michael Hohler mit der musikalischen Umrahmung des Abends in Erfüllung. Kein geringeres Ensemble als die Sollinger gaben dem bejubelten Abend die musikalische Kulisse. Wie der Autor mitteilte, hatte seine Großmutter Kathi Hohler selbst bei den Sollingern gesungen, was mit einem Auszug aus der damaligen Schellack-Aufnahme unter Beweis gestellt wurde. Viele der anwesenden Gäste ließen die Gelegenheit nicht vergehen, das neue Werk vom Herausgeber signieren zu lassen. Auch die anwesenden Chefs von H&S-Druckerei, wo das Buch hergestellt wurde, zeigen sich von der Leistung begeistert. Nicht jedes Buch erlebt in so kurzer Zeit eine Neuauflage. Der Autor aus der Region, die Landschaft, das Thema aus der Region und auch der Verlag, der das druckt. Schwierig mit ihm zusammenzuarbeiten? Das war ein sehr angenehmer Kunde, einfach zum Behandeln. Ist die zweite Auflage, ist das leichter, eine zweite Auflage zu drucken? Ja, im Prinzip ist das die gleiche Aufgabe als wie beim ersten Mal. Da ist eigentlich kein Unterschied. Welcher Zeitlauf ist da notwendig, um so ein großartiges Buch herauszugeben? Man muss davon ausgehen, dass man so circa 3 Wochen braucht, um die Produktion umzusetzen. Ist das ehrlich, wenn man ein Leben lang damit leben muss, dass der Vater den Blumen und den botanischen Ereignissen nachläuft und dann muss man auch noch die Bücher verkaufen? Es ist voll okay. Der Papa war immer für uns da und somit sind wir auch für ihn da. Aber wie war das wirklich? Ich meine, habt ihr vegetarisch leben müssen? Nein, wir haben ganz normal immer gegessen, hin und wieder mal auch Fleisch, aber auch Gemüse, nichts Spezielles. Und selber die Liebe zur Botanik? Nicht auf mich übergegangen, nein. Danke. In der Kasse ist schon was los? Ja, das halten wir gern unter Verschluss. Nein, ein bisschen was, ist schon gegangen, ja. Glücklich darüber, dass der Vater so erfolgreich ist? Ja, durchaus. Da gibt es was zum Nachmachen. Gute Vorbildwirkung. Ja, 25 Jahre habe ich Zeit. Wie ist das so familiär? Ich meine, wenn es sich ein Vater, das Familienoberhaupt, so dezidiert fokussiert? Dann versucht man, den Fokus ähnlich zu schärfen und auch was auf die Füße zu stellen. Eigenes Buch einmal? Vielleicht. Bevor der Vater so viel botanische Erlebnisse gehabt hat, hat er auch für Nachwuchs gesorgt. Ja, ich war als junger Bursche auch schon mit dem Papa unterwegs. Wir haben gemeinsam das Innviertel erkundet und haben die ein oder anderen guten Pflanzen gefunden. Hat er selber auch so Blumen und so mit nach Hause genommen und dann getrocknet? Das sind einige Mengen gewesen an Blumen und Pflanzen, aber man gewinnt sich noch ein Teil dran und das Auto ist natürlich immer voller Pflanzen. Wozu wurde man denn verwendet, um hier zu helfen? Grundsätzlich bin ich immer genommen worden als drittes und viertes Auge. Das heißt, dass wir mehr Pflanzen gefunden haben wie üblich. Ich freue mich so mit ihm, dass er so für die Sache lebt und so für die Natur brennt, muss man ehrlich sagen. Ich freue mich einfach mit und ich unterstütze ihn recht, wo ich nur kann. Und es ist einfach immer wieder schön, wenn er heimkommt und wenn er dann seine Freude mit mir teilt. Aber es geht viel Zeit drauf. Ja, es ist schon viel Zeit. Aber wenn man einfach sieht, welche Früchte diese Zeit bringt, dann unterstützt man das einfach gern. Gibt es selber auch besondere Bevorzugung von Pflanzen, von botanischen Ereignissen? Für mich persönlich kann ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Der Michael hat mir eigentlich die Augen für die Natur noch mehr geöffnet.
Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, schaue ich jetzt eigentlich nur mehr, was da so wächst oder kreucht und fleucht. Und ein bisschen was bleibt mit der Zeit hängen, ein bisschen was merke ich mir, aber der Fachmann und der Spezialist ist und bleibt er. Bringt auch was Grünes zum Essen heim? Ja, ab und zu. Also gerade im Frühling Brennnessel für einen Spinat und Kräuter für einen Salat. Oder für Kräuter für einen Dip, gerade im Frühling schon. Aber sonst Früchte eher weniger. Ist er aber kein Vegetarier? Nein, ist kein Vegetarier. Aber wir entwickeln uns eigentlich immer mehr in die vegetarische Richtung. Und es schmeckt uns auch so richtig gut. Wann geht das Buch 3 los? Von dem ist jetzt eigentlich keine Rede. Jetzt freuen wir uns über den Band 2 und schauen wir, dass wir es unter die Leute bringen. Ja, danke schön. So, Michael Hohler, der Titel ist eingetreten zwischen den beiden Büchern. Ah ja, das genau mit 50 habe ich den Titel gekriegt. Das war eigentlich schon vorher. Also nicht zwischen den beiden Büchern, sondern vor 6 Jahren. Das kann jeder natürlich nachrechnen, wie alt ich bin. Das war für diese langjährigen Forschungen, die ich betrieben habe im Innviertel. Und ja, einige Jahre vorher war der Konsulententitel, das kriegt man in Oberösterreich für besondere Verdienste und dann eben diese schöne Auszeichnung des Professorentitels. Ist das Innviertel besonders hergiebig in der Botanik? Man muss manche Sachen auch schon wirklich suchen, weil es sich doch um sehr selten, teilweise sehr seltene Pflanzen handelt, die in Lebensräumen wachsen, die nur mehr an wenigen Orten zu finden sind. Aber wenn man diese Stellen einmal findet, dann kann man auch wirklich tolle Entdeckungen im Innviertel machen. Ich denke da zum Beispiel das Ibmermoor oder ich denke am Inn oder an der Salzach. Also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Stellen, aber man muss sie eben suchen, man muss sie schon wissen. Gibt es auch Helfer? Es gibt ein ganzes Netzwerk, ganz speziell an Fachleuten in verschiedenen, aus verschiedenen Richtungen, Flechtenforscher, Geologen. Also es gibt zum Beispiel ganz eine tolle Runde in Ried, die Bundschuhrunde, wo sie Fachleute aus verschiedensten Disziplinen immer treffen und gegenseitig inspirieren. Das ist wirklich ganz, ganz toll, die Runde. Ist es immer Botanik oder gibt es auch andere Gelüste, zusammen zu forschen, zu untersuchen? Das Innviertel bietet da natürlich schon einiges. Wir haben geschichtlich einiges zu bieten. Wir haben zeitgeschichtlich wirklich sehr, sehr interessante Dinge. Also wo man forscht, findet man Archäologie zum Beispiel. Also es gibt ganz, ganz tolle Funde. Es ist wirklich spannend, wenn man sie in eine bestimmte Richtung hin vertieft und man wird auch im Innviertel wirklich fündig. 2000 Stück von der Erstauflage waren nach einem Jahr mehr oder weniger vergriffen. Die nächste Auflage auch wieder in dieser Größenordnung? Ja, sogar noch ein bisschen mehr. 2500 diese zweite Auflage. Und man kann so, ich glaube, ganz gut geratenes Kind kann man nicht einfach liegen lassen. Es wäre zu schade, wenn man das nicht noch weiter betreiben würde. Also ich kann mir vorstellen, dass noch viele Familien dieses Buch auch in ihrer Bibliothek dann haben. Der Kreis ist geschlossen, auch mit einer Druckerei, mit einem Verlag aus dem Innviertel? Ja, das war HS-Druck und ich habe wirklich ganz, ganz gut zusammengearbeitet. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Das war eine sehr harmonische Zusammenarbeit und ja, es war nicht schwer, ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Das macht Spaß. Das heißt, die Nächsten können folgen? Ja, ich habe ja einige Sachen in verschiedenen Schriftenreihen. Ich habe heuer zum Beispiel etwas geschrieben über eine Botanikerfamilie, über Vierhapper, war 15 Jahre Professor in Ried am Gymnasium und hat dort botanische Werke geschrieben und sein Sohn war wirklich sehr guter Botaniker in Wien an der Universität und das Leben dieser beiden habe ich beschrieben in einem Fachband in der Stapfia im Biologiezentrum Linz. Die Krönung der Botanik heute mit der Musik der Solinger? Ja, das war ganz ein spezieller Wunsch, nachdem meine Großmutter früher mit dieser Gruppe auch musiziert hat. Meine Großmutter war die Kathi Hohler, die hat Landler gesungen und gejodelt und hat mit den Vorgängern der Solinger früher musiziert in den 1930er oder 40er Jahren. Und das war für mich schon ganz ein besonderes Erlebnis heute. Ist dann noch die gute Kooperation mit den Filz? Ja, das ist auch eine sehr, sehr lange Freundschaft, nachdem die Frau Filia aus Obernberg kommt und die Familie lange in Obernberg war und wir freundschaftlich schon seit wirklich langer, langer Zeit verbunden sind, war das für mich ganz ein tolles Erlebnis, hier
da im Future Dome das zu machen, das war vom Feinsten. Wo sind die Bücher erhältlich? Die Bücher sind dann erhältlich in den Buchhandlungen in Ried, in Braunau, in Scherding und Mattighofen. Für 35 Euro erhält der Käufer nun ein einmaliges Werk mit Bildern und Erläuterungen, die über das Thema Landschaft und Pflanzen teilweise weit hinausgehen. Land und Leute sind unseres Tages. InsaTV. Land und Leute sind unseres Tages. Stefan Reiter, wie schafft man es auf die Titelseite der Krone? Ja, anscheinend ist die Position als Geschäftsführer bei Blau-Weiß Linz doch sehr interessant für viele Oberösterreicher und deshalb, denke ich, hat die Kronenzeitung auch getitelt. Man liest, dass ja schon seit dem Frühjahr darüber spekuliert, verhandelt wurde. Ist das so richtig? Ja, seit dem Sommer eigentlich. Also es war im Sommer schon, es gab im Sommer Gespräche, die haben aber dann wieder, wurden dann etwas ruhig gestellt. Es gab eben diese Stadionthematik, da wusste man noch nicht genau, wo es hingeht. Jetzt, nachdem diese Sachen auch geklärt sind, ist der Verein eben das angegangen. Sie wollten einen neuen Geschäftsführer und sind an mich herangetreten. Man spricht vom Jahrhunderttrainer Klaus Reutinger. Warst du dann auch der Jahrhundertmanager bei Ried? Ich war sicherlich der, der am längsten diese Position inne gehabt hat. Und es ist ja praktisch über ein Jahrhundert drüber gegangen. Es war noch das alte Jahrhundert und das neue Jahrhundert. Also über 20 Jahre, das ist, glaube ich, eine sehr lange Zeit. Sehr gern gemacht und bin aber auch überhaupt nicht mehr traurig, dass ich nicht mehr in Ried tätig bin und freue mich jetzt ganz besonders auf die neue, sehr herausfordernde Arbeit bei Blau-Weiß Linz. Du kennst praktisch alle Höhen und Tiefen, du kennst alle Vereinsebenen vom Nachwuchsförderer über TSV Uzneich bis hinauf zu den ganz Großen, bis zum Europacup. Das ist auch ein Profil, mit dem man immer wieder im Geschäft sein wird? Ja, sicher. Auf der einen Seite ja, ganz klar. Es hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder lose Anfragen gegeben, aber das hat mich eigentlich in der letzten Zeit nicht so interessiert. Es war auch nicht meine Lebensplanung, dass ich noch einmal in den Profifußball wechsle, aber die Aufgabe reizt mich wirklich. Es ist in Oberösterreich, das ist immer interessant und Blau-Weiß Linz ist ein Verein, den man neue Strukturen verschaffen kann, das ist was Reizbares, diese Aufgabe reizt mich sehr und das neue Stadion, was dazu kommt, das sind schon Themen, die sehr, sehr interessant sein können. Da habe ich mich eben noch einmal entschlossen, ich greife noch mal an. Ein geradliniger Weg? Ja, sicher, ganz klar weiß ich, auf was Sie anspielen. Das ist meine letzte Tätigkeit in Öd und die war absolut in Ordnung. Ich bin dem Herrn Grad auch sehr dankbar. Er hat mich damals nach Öd geholt und es waren 2,5 sehr, sehr schöne Jahre. Das passt und jetzt haben wir uns sehr, sehr gütlich getrennt. Er hat mir sofort die Freigabe für Blau-Weiß gegeben. Die zweite Liga hat viel mehr Fernsehzeit im Free-TV in Österreich. Ist das so bewusst? Ja, das ist mir grundsätzlich richtig, da ja die höchste Liga eigentlich nur im PTV läuft. Es gibt zwar am Sonntag noch eine Sendung im ORF, aber wir haben jeden Freitag ein Live-Spiel, 90 Minuten auf ORF Sport Plus und es gibt auch die Plattform Balaola, wo alle Spiele live übertragen werden, frei zugänglich für jeden Österreicher. Also Free-TV ist ganz klar positioniert für die zweithöchste Spielklasse. Was macht Stefan Reiter am 24. April 2020? Und das weiß ich nicht. In Ried spielen, Blau-Weiß Ried. Ah, okay, das Spielplan war mir noch nicht bewusst. Da werden wir natürlich in Rieder Stadion sein und das Spiel beobachten. Was ist, wenn der Lieblingsderby-Gegner abhanden kommt? Sprich aufsteigt. Naja, das kann leicht passieren. Es gibt ja eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Das ist eben Klagenfurt und die SV Ried und einer der beiden wird es schaffen. Wenn wir sehen, wer es über den Winter die richtigen Hebeln oder Rädchen zieht und das ist wird eine sehr, sehr spannende Meisterschaft bei diesen beiden. Sonst hat ja eigentlich keiner mehr eine Chance. InsaTV. Land und Leute sind unsere Stars. Stop what really matters. A new way of mobility that moves us to a higher level.
has only just begun. Join the Urban Air Mobility Project. Eines Tages. Unter dem Motto von Ried in die weite Welt, die Zukunft startet in der Weberzeile, präsentierten der oberösterreichische Luftfahrtkonzern FACC und Österreichs marktführender Shopping Center Betreiber SAS Spar European Shopping Centers am Mittwoch, 9. Oktober in der Weberzeile Ried das autonome Air Taxi. Die Kooperation umfasst eine exklusive Ausstellung, die ab 10. Oktober startet und danach in weiteren ausgewählten SAS-Centern österreichweit gastiert. FACC und SAS machen somit Innovation in einzigartiger Weise und zum ersten Mal einem breiten Publikum zugänglich. Die Serienproduktion wird noch 2019 beginnen und ein wichtiger Schritt für die Entwicklung der autonomen Luftfahrt sein, die heute in Teilen Asiens bereits Realität ist. Wenn man so ein Produkt der regionalen Bevölkerung auch vorstellen darf, auch nochmal mein Dankeschön an die Weberzeile, das zu ermöglichen, ist das eine super Sache, wenn man zeigen kann, was unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag leisten und bauen. Super Geschichte. Man hört heute auch von bereits 1000 Aufträgen, das ist eine stolze Bilanz. Ja, auf alle Fälle. Unser Kunde ist da sehr weit, hat im asiatischen Raum sehr gut verkauft und wir werden auch die Auslieferungen jetzt starten. Selber schon geflogen, haben wir schon gehört. Wie ist das, wenn man Leute spricht, die das erste Mal in die Luft gegangen sind damit? Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Mir persönlich hat es gefallen. Es ist sehr ruhig, vibrationsarm. Man hebt sehr sanft ab, fliegt von A nach B. Eine ganz schöne Geschichte, angenehm zum Fliegen. Wirtschaftlich gesehen jetzt eine Nebenachse, aber ein irrsinniger Image pro Fonda. Ja, man muss in die Zukunft schauen. Es gibt Prognosen, man spricht von einem Marktpotenzial von größer 25 bis 30 Milliarden US-Dollar zum Ende der nächsten Dekade. Ja, und da wollen wir natürlich mitnaschen. Wo wird dann ausgebaut werden? Jetzt bauen wir mal die ersten paar hundert in den Stammwerken hier in Österreich. Da haben wir genügend Platz und Kapazität. Ziel ist aber, regional zu bauen, also Europa hier aus Österreich, Nordamerika aus unserer Fabrik in Wichita und Asien aus unserer Fabrik in Shanghai. Interieurmäßig, kann man da aus Holz was machen? Ja, wir müssen nur schauen, dass es nicht zu schwer wird. Welche Holzarten würden sich da eignen? Abgesehen von Balsa-Holz. Ja genau, so in die Richtung könnte das gehen. Ja, Holz kann viel, aber wenn es darum geht, leicht zu sein, wie es also jetzt die Composite Components von FACC sind, dann wird es schwierig für Holz. Stolz auf die Innovationspartner aus dem Innviertel? Ja super, total stolz. Also das Innviertel ist so eine geile Wirtschaftsregion und das ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, also super. 60 Jahre Team 7, 30 Jahre FACC. Die haben noch was zum Nachholen, ne? Ja, genau. Wir sind schon länger dabei und die haben ordentlich was vorgelegt in 30 Jahren. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Herr Landesrat, wird das ein Fortbewegungsmittel der Zukunft auch für die Politik sein? Ich hoffe, die Mobilität ist voll im Umbruch und man sieht ja, dass wir auf einer Ebene in manchen Städten schon zu tun haben, dass wir noch füreinander kommen. Oben haben wir Platz und FACC ist einer der Innovationstreiber in unserem Land, Gott sei Dank. Und nachdem die schon 1000 Vorbestellungen haben, wird das sicher gelingen. Und ich freue mich schon darauf, ich habe bei Robert Machtling ausgemacht, dass wir möglichst in ein paar Monaten schon den ersten Flug gemeinsam machen. Helmut Lessack, wo werden die Besucher mit den Lufttaxis landen in Ried auf der Messe? Ja, ich glaube, wir sind da wirklich bevorzugt mit dem Gelände, was wir haben. Also wir werden jetzt nicht nur E-Tankstellen machen, wir werden auch jetzt Parkplätze machen für Flugtaxis im nächsten Jahrzehnt. Ja, Herr Prisas, wann steigen die Autokonzerne in dieses Geschäft ein? Ja,
Wir sind dabei, die moderne Mobilität zu gestalten, aber derzeit sind wir noch nicht so weit, dass wir hochsteigen. Aber kann man schon sagen, dass FACC eventuell den Audi unter den AirTaxis baut? Ich denke schon, die Qualität stimmt immer bei FACC. Es sind sehr tüchtige Leute dort. Ernesto, wann wird es die Speisen mit dem Lufttaxi serviert geben? Hoffentlich bald, aber so schnell waren wir heute schon, wie mit dem Taxi. Ja? Mit dem AirTaxi. Eine tolle Geschichte. Eine super Geschichte mit dem Ried. Super, Kompliment. SAS ist in der Branche bekannt dafür, Neuerungen und Trends als erstes einzuführen, von Shopping-Innovationen, Star-Architektur, State-of-the-Art-Technologien, Partner der ersten gemanagten Einkaufsstraße Österreichs in Wien bis hin zur ersten Ausstellung eines AirTaxis, die vom Shopping-Center Weberzeile initiiert wurde. Herr Magister Andechslinger, plant man schon, die Kunden in Zukunft von zu Hause mit dem AirTaxi abzuholen zum Einkauf? Also ich habe heute erfahren, wie groß die Grundfläche sein muss, dass es landen kann. Das ist gar nicht so groß. Aber Spaß beiseite, ja, wir beschäftigen uns damit. Es gibt in Zukunft viele verschiedene Fortbewegungsmittel und wir stellen uns natürlich darauf ein. Wir haben auch nicht erst heute damit begonnen, sondern doch schon vor einiger Zeit. Aber für mich war es heute das erste Mal, das AirTaxi live zu sehen. Und das spornt mich noch mehr an, gemeinsam mit unserem Team da intensiv dran zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, es funktioniert und es wird relativ rasch für uns zum Alltäglichen werden. In 10 Jahren werden wir vielleicht schmunzeln, was für ein Hype darüber war, weil in 10 Jahren wird es normal sein. Also anstatt Weberzeile gibt es dann Weber Airport? Es wird beides geben. Also wir werden einen Platz finden, wo die AirTaxis gut landen und wieder wegfliegen können. Aber die Weberzeile bleibt ein Erlebniscenter. Und wir schauen auch schon, wo wir es unterbringen. Ich habe heute schon zum Bürgermeister gesagt, der Kreisverkehr wäre ideal. Er hat jetzt noch nicht gleich Ja gesagt. So ist er. Ja, gut Ding braucht Weile. Aber wenn es dann soweit ist, dann passt's. Herr Perotti, große Nachfrage, großes Kris, auch von vielen, die das Lufttaxi jetzt haben wollen? Definitiv. Es ist unglaublich, was wir, seitdem wir mit diesem Thema in der Öffentlichkeit sind, an Feedback bekommen, an Begeisterung und Interesse für dieses Thema. Also man sieht, die Menschen haben wirklich satt im Stau zu stehen und suchen nach neuen Lösungen, wie sie effizienter und besser von A nach B kommen. Und wir freuen uns, dass wir hier relativ weit sind, um ihnen eine derartige Lösung auch bieten zu können. Was kosten diese Luftgefährte? Weiß man schon einen Preis? Wir stehen derzeit bei einem Verkaufspreis von rund 300.000 Euro. Muss dazu sagen, wir sind noch im Vorserienbereich. Demnächst geht es in das Serienmodell. Wenn wir in der Großserie sind, werden wir ein wesentlich günstigeres Pricing erzielen. Man muss aber auch dazu sagen, zu Beginn wird es aus regulatorischen Gründen eher unwahrscheinlich sein, dass sich der Endkonsument oder die Endkonsumentin ein Lufttaxi kauft, das auf oder in seine Garage oder ihre Garage stellt und dann herumfliegt, wie es gerade passen wird. Da wird die Regulierung nicht mit. Ja, das, was in greifbarer Nähe ist, sind sogenannte Operator-Based-Modelle, wo sie Unternehmen haben, diese Lufttaxis kaufen und die sie dann, wie sie ein Taxi rufen oder ein Uber buchen, auch nutzen können, um von A nach B über vordefinierte Start- und Landepunkte auch fliegen zu können. Apropos Uber, man hört auch, dass die schon Interesse zeigen. Uber hat sehr großes Interesse. Die Frage ist, was machen Sie konkret? Bleiben Sie reine Plattform oder gehen Sie auch in die Luftfahrzeugentwicklung hinein? Da gibt es verschiedenste Gerüchte am Markt und man wird sehen, wo sich das hinentwickelt. Selber schon geflogen? Mehrmals und es fühlt sich großartig an. Zufrieden mit dieser Präsentation in Ried? Ja, sehr gut. Sehr zufrieden. Ist wunderbar, ja. Sind Sie selber schon geflogen? Natürlich. Es ist eine Müssen. Ja. Wie oft? Weil ich bin ständig außerhalb China. Daher, wenn ich in China, kann ich jederzeit, jeden Tag fliegen. Aber außerhalb, das gibt es nicht so viele Zulassungen, die ich fliegen könnte. FACC, ein auch in China guter Partner? Sehr gut. Global die eine der besten. Herr Magister Vormeyer, eine starke Zeit beginnt, gerade jetzt in einer effektiven Einkaufszeit, eine gute Zugnummer. Ja, also das AirTaxi ist bei uns, soll bei uns als Ausstellung da sein. Wir wollen somit der breiten Bevölkerung etwas Besonderes bieten, das live zu erleben
sichtbar zu machen. Es ist schon sehr viel darüber geredet worden, aber man kann sich nicht wirklich was vorstellen. Und das wollen wir bei uns in der Weberzeile in der Bühne des Innviertels präsentieren. Wann wird es genau zu sehen sein? Es wird ab sofort zu sehen sein, bis 4. November steht es tagtäglich hier. Und es gibt dann spezielle Tage, so Besuchertage, wo man sich dann wirklich auch reinsetzen kann und das live erleben kann. Aber nach Hause geflogen wird man noch nicht? Fliegen kann man leider noch nicht. Da fehlen noch die Genehmigungen, aber ich denke, da wird in den nächsten Monaten und Jahren daran gearbeitet und dann wird das auch in naher Zukunft schon möglich sein. Ernst May, in Zukunft wird es heißen, die Kunden kommen auch aus der Luft. Ja, hoffentlich kommen sie auch aus der Luft. Es ist ganz egal, wo ich herkomme im Auto. Wichtig ist mir, dass umweltfreundlich kommen und dass zu Fuß kommen. Das ist das Entscheidende. Macht man auch bei solchen Events für sich selber Fotos? Natürlich, vor einem Air-Taxi kann man nicht jeden Tag posieren. Kann man das beruflich einmal einsetzen, vom Königlberg zum Stadion? In 20 Jahren kann ich mir das schon gut vorstellen, ja, warum nicht? Stolz auf FACC, stellvertretend für alle Leitbetriebe, die teilweise Weltmarktführer sind, bei uns in Ried und in der Region im Innviertel angesiedelt sind. Wir sind eine der stärksten wirtschaftlichen Regionen Oberösterreichs. Und das zeigt natürlich auch auf, dass gerade im Bereich der Forschung und Entwicklung bei uns wahnsinnig viel geleistet wird. Dass dabei dann Kooperationen gibt zwischen Handel auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Industrie, zeigt, dass intelligente Lösungen bei uns in der Region und in der Stadt immer im Vordergrund des Suchens einerseits stehen und andererseits gefunden werden. Wo werden die Besucher für das Innviertel in Zukunft landen können? Wenn sich das durchsetzt, werden wir relativ viele Landeplätze brauchen, glaube ich. Ja. Aber vielleicht hat dann bald jeder einen selber daheim stehen. Wie sieht es am Datenhighway aus? Das Ganze muss ja über doch 5G oder mehr funktionieren eines Tages. Gute Datenhighway für 5G-Netze kann ich jetzt selber nicht sagen, aber für die Glasfaserzuleitungen, die wir dafür brauchen, natürlich sind wir aktiv. Und das ist ja ein Job, den der Infotec gerade in vielen, vielen Gemeinden, im Bezirk Ried und im Bezirk Schering aktiv bearbeitet. Und wir investieren in den nächsten paar Jahren hier 30 Millionen Euro aus eigener Finanzierung und haben es auch gelungen, einige Gelder aus der Breitbandmilliarde hier in die Region zu holen. Also insofern, das werden wir jetzt sozusagen für die Einwohner hier im Innviertel nutzen. Ottfried Fischer, der Bulle von Tölz, der Pater Braun, der Schlachthof-Kabarettist, der Klamauk-Schauspieler in vielen Rollen. Nach seinem Abschied vom Serienfilm und nach dem Outing seiner Parkinson-Krankheit ist Fischer mit der Verfilmung von Otto Neururer Hoffnungsvolle Finsternis wieder im Mittelpunkt. Der Film handelt von dem von den Nazis im KZ Buchenwald brutal ermordeten und 1996 selig gesprochenen Tiroler Priester. Das Star-Movie Ried nahm die Premiere des Films in Ried zum Anlass, den beliebten Schauspieler, der jetzt wieder in der Nähe von Passau in Wegscheid lebt, nach Ried einzuladen. Ich bat den nach wie vor äußerst beliebten Schauspieler zum Interview. Nicht zum ersten Mal, denn schon vor 20 Jahren gab es die erste Begegnung im Gasthaus Borbück in Gurten. Otfried Fischer wieder mal im Innviertel. Kann mich erinnern, das letzte Mal war vor circa 20 Jahren beim Borbück in Gurten. Ja, das war ein sehr feines Mahl in einem sehr guten Lokal. Jetzt ein neuer Film, seit längerer Zeit wieder mal ein Film? Ja, dieser Film ist mir so reingelaufen in eine Zeit in meinem Leben, wo ich mit den Problematiken des Films sehr beschäftigt war, weil ich
selber die gleichen Gebrechen und Leiden hatte. Und dann kam im rechten Zeitpunkt der Hermann Weißkopf, der Regisseur des Filmes, und hat mich von der Straße gepflückt oder aus dem Krankenbett. Ein Film über eine sehr schwerwiegende Thematik. Wenn man sie gesehen hat in den Bullenfilmen, da war ja der Klerus eher immer ein bisschen auf der Abschussliste von Ihnen. Ja, da gibt es viele Gründe, den Klerus auf den Abschlussplatz zu setzen, weil die Kirche einige Fehler in letzter Zeit gemacht hat. Und trotzdem darf man nicht aufhören, an der Aufgabe mitzuarbeiten, die da lautet, nie wieder. Haben Sie auch nie wieder gesagt und gibt es vielleicht doch ein einmal wieder? Man soll nie sagen, etwas ist endgültig, weil man ja nicht weiß, was auf einen noch zukommt. Aber momentan bin ich jetzt mit dem Otto Neururer beschäftigt und das ist eine Thematik, die unsere Zeit betrifft und die es auch braucht, dass sie behandelt wird. Wenn man jetzt anschaut, dass in Deutschland Juden wieder Angst haben müssen und nur an Feiertagen in eine Synagoge gehen können, wenn sie entsprechend geschützt ist durch Polizei und Ordnungskräften, das ist etwas, was man nicht hingehen lassen, nicht hinnehmen kann. Ihre Beziehung zum Nachbarland Österreich, wir haben ja doch in den letzten Jahren hier eine Rückfärbung bekommen. Wie finden Sie diese? Ja, in Österreich hat sich erfreulicherweise auch gezeigt, dass der Spuk auch schnell vorbei sein kann, weil die Rechtspopulisten sind nicht mit höchster Intelligenz gesegnet und machen auch Fehler. Und man kann sich nur wünschen, dass sie weiterhin viele Fehler machen, dass sie nicht mehr wichtig sind in den Köpfen unserer Menschen. Sind Sie persönlich glücklich, jetzt wieder in Niederbayern zu sein? Niederbayern ist meine Heimat immer gewesen und da bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin, zumal mich die Leute sehr fröhlich und freundlich empfangen haben. Es war der richtige Weg, nach Niederbayern zu gehen. Ein schönes Gefühl zu merken, dass man vielen Menschen als Darsteller fehlt. Das ist einsteils ein trauriges Gefühl ein bisschen, weil man die Menschen ja ein bisschen enttäuscht, aber andererseits sagt es mir auch, dass ich nicht alles in meinem Leben falsch gemacht habe. Glücklich, ein Foto mit Otto Fischer zu haben? Natürlich, sehr glücklich. Sind Sie ein Fan? Ja, kann man schon so sagen, oder? Glaub. Relativ jung? Ja, noch jung. Wo gefällt Ihnen am besten? Wenn er spielt, natürlich. Als Bulle? Ja. Haben Sie andere Filme auch gesehen? Nein, nur den jetzt und den Bullen, genau. Sind Was machen Sie mit dem Foto jetzt? Wahrscheinlich auf Social Media teilen. Ja? Haben Sie sich drauf gefreut? Ja. Wir sind Mutter auch? Ja, ich bin hauptsächlich. Ich habe gesagt, ja. Aus Hohenzell. Herr Professor Ganzinger, ja. Ein Buch für Otfried Fischer, welches Buch? Das ist mein Buch über den Nationalsozialismus im Bezirk Ried. Und da drinnen ist ja die Geschichte von Pfarrer Spannlangen, St. Martin. Und das war das Parallelschicksal vom Neururer. Die sind mitsammen im KZ Dachau, im KZ Buchenwald gewesen, waren miteinander im Bunker, im Hungerbunker und sind miteinander 5 Tage auseinander gekreuzigt worden. Auch ein Otfried Fischer-Fan? Ja, selbstverständlich. Wer ist das nicht in Österreich? Seht ihr ihn regelmäßig? Ja, ich schaue mir nur über im Fernsehen, wann er ist. Ich war jetzt vor kurzem auch in Bad Tölz, hat man das Otfried Fischer-Museum angeschaut.
war sehr interessant, auf den Spuren von Bullen. Uli, schwierig, den Otfried Fischer hierher zu bekommen? Ja, lange hat es gedauert, aber was lange dauert, wird gut. Ich bin ein Otfried Fischer-Fan seit der ersten Folge der Bulle von Tölz und wir freuen uns sehr, dass er heute zur großen Otto-Neururer-Premiere ins Star-Movie Ried gekommen ist. Und man sieht, die Fans bleiben treu. Otfried Fischer ist ein ganz unkomplizierter, er braucht einen Cappuccino, vielleicht eine Zigarette, dann ist er glücklich. Und er ist vor allem glücklich, dass er so viele Fans hat, so viele treue Fans, die heute ins Star-Movie Ried gekommen sind. Glücklich über das Autogramm? Natürlich, natürlich. Sind Sie ein Fan? Ja, schon. Vor allem vom Bulle von Tölz natürlich bin ich ein Fan. Freut mir schon ganz gut. Was gefällt Ihnen besonders dran? Sehr Humor, einfach sehr schauspielerische Art gefällt mir, wie er das rüberbringt. Einfach alles, genau. Schade, dass er das nicht mehr macht? Ja, schon, leider. Aber jetzt schauen wir sich einen Film an, da sind wir auch gespannt. Glücklich über das Gespräch mit dem Otfried Fischer? Ja, war ich glücklich. Ein Fan? Ich weiß ja, war ich schon. Und ich habe ihn dann gefragt, weil mir persönlich war Alzheimer lieber wie Parkinson. Weil lieber vergieße ich halbe zu zahlen, bevor ich meine verschütte, oder? Was hat er gesagt? Hä? Was hat er gesagt? Er hat da 4,5 einen Schaum drauf. So, uno, due. Herr Dr. Frohmann, prominenter genau. Besuch in Ried. Ja, immer gerne gesehen, natürlich. Es ist ja ein nicht sehr glücklicher Anlass, warum Otfried Fischer hier ist, wenn man die Geschichte kennt, ja. Aber die meisten Menschen sind gekommen wegen dem Bullen von Tölz, glaube ich. Ja, das ist natürlich etwas. Ich bin aus zwei Gründen hier. Einerseits natürlich, Otti Fischer ist natürlich eine Persönlichkeit, aber es gibt natürlich auch unseren Lern- und Gedenkort, wo es einfach so viele Schicksale gibt, genauso wie den Otto Neururer. Und es ist sicher spannend, heute einfach auch den Film in der Premiere zu sehen.